Ich bin der Sebastian Fröhlich vom Studio B und wir sind leider Gottes als Clubbetrieb immer noch geschlossen und haben auch keine Perspektive, wann wir wieder aufmachen dürfen. Und deswegen haben wir uns jetzt auch ein Alternativkonzept überlegt und das stelle ich euch jetzt vor. Hof 18 ist ein Kunst-, Musik- und Kulturprojekt, wo wir von Comedy über Live-Konzerten bis hin zu Disco-Konzerten ein ganz buntes Programm in den nächsten Wochen am Samstag und jeweils am Sonntag mit bis zu 3 Veranstaltungen pro Tag machen werden. Und da freuen wir uns total drauf. Wir haben eine Bestuhlung, die bis 400 Personen geht. Alles ist unter Corona-Regeln auch geplant mit den nötigen Abständen, mit den Hygienevorschriften und da freuen wir uns total drauf und freuen uns auch, wenn die Menschen in Oldenburg wieder ausgehen können, wollen und auch gerne zu uns kommen. Wir haben ja ein wirklich buntes Programm. Anfangen werden wir mit Bekanntem, was man eigentlich bei uns im Studio B sehen würde, nämlich mit den Disco-Konzerten. Wir fangen an mit 80er-Jahre Synthie-Pop and Wave am ersten Samstag. Danach folgt Oldenburgs erstes Techno-Konzert, powered by Techno-Küche, also auch eine Veranstaltung, die bei uns ja sehr erfolgreich sonst im Clubbetrieb läuft. Und den Abschluss der Disco-Konzerte macht dann der Hamilientrip auf Stühlen, wo wir die Abteilung Goa und Psytrance dann spielen werden. Und dann geht es richtig los, auch mit dem Musik- und Comedy-Programm, wo wir uns dann auf Acts freuen, wie zum Beispiel KF. Dann habe ich noch eine Anfrage laufen für Desiree Nick im Kabarettbereich. Dann haben wir auch lokale Künstler hier vor Ort. Ein Daniel Celan kommt, den kennt man vielleicht von Deutschland sucht den Superstar 2014. Dann Dari wird dabei sein, ein Teilnehmer von The Voice of Germany. Also ein ganz vielfältiges Programm und wir hoffen, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Super-Act noch ankündigen können. Da arbeiten wir gerade noch dran. Wir haben für unser Projekt natürlich auch ein Hygienekonzept aufgestellt und im Wesentlichen müssen Menschen, die zu uns kommen, dann beachten, dass auf dem gesamten Gelände eine Maskenpflicht gilt, so lange bis man eben seinen Sitzplatz wieder eingenommen hat und immer dann, wenn man sich auf dem Gelände bewegt, weil man zum Beispiel zur Toilette muss, dann gilt wieder die Maskenpflicht. Auf den Sitzplätzen kann dann die Maske abgenommen werden. Des Weiteren stehen auch zum Beispiel auf den Toiletten kontaktlose Handtuchpapierspender, Seifenspender, zur Verfügung. Wir stellen Desinfektionsmittel bereit. Wir machen die Kontaktverfolgung im Vorfeld auch über den Vorverkauf, wo wir von allen Gästen die Telefonnummer und Adresse dann eben abfragen, damit wir im Fall der Fälle auch eine Kontaktverfolgung sicherstellen können über die Gesundheitsämter. Und insoweit wollen wir auch wirklich eine sichere Veranstaltung machen. Auch die Sitzplätze zum Beispiel haben die notwendigen Abstände zueinander. Und da darf auch niemand jetzt Angst haben, dass hier irgendwie ein Risiko besteht. Wir versuchen das so gut wie möglich auszuschalten, das Risiko. Bei den Getränken wird es so sein, dass immer dann, wenn die Gäste ankommen, gehen sie am Bierwagen vorbei und können sich dort ihre Getränke quasi zum Platz schon mal mitnehmen. Und wenn sie dann während der Veranstaltung noch was nachbestellen wollen, können sie das bei den Service-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auf dem Platz rumlaufen, gerne tun. Und dann wird das Getränk dann auch zum Platz gebracht. Und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit können wir sogar kontaktloses Bezahlen dann für die Getränke vor Ort ermöglichen, sodass jeder mit EC-Karte, Visa-Karte und Kreditkarte bezahlen kann. Wir erhoffen uns mit der Veranstaltungsreihe natürlich jetzt tolle Veranstaltungen, volles Haus und ganz, ganz viel Spaß auch bei den Gästen und vor allem auch bei den Künstlern. Bei allen Künstlern, mit denen ich telefoniert habe, die freuen sich total, dass sie endlich wieder auftreten dürfen. Und ich hoffe, dass wir diese Freude und das Positive auch zu den Menschen rüberkriegen. Und dann haben wir hoffentlich am Ende September ganz viele tolle Veranstaltungen gehabt. Und für uns ist es halt wichtig, natürlich wollen wir auch und müssen wir natürlich Geld verdienen, aber der Spaß an dem, was wir halt tun, das steht für uns im Vordergrund. Und ich hoffe, das merkt man dann auch in der Programmgestaltung und im Programm.